Natürlich ist es immer das Ziel, irgendwo einen Rückhalt für das Team darzustellen. Wenn die Mädels eben einen Fehler machen, dann sieht man das sofort am Resultat, das ist nun mal so. Ja, es ist aber auch gerade das Reizvolle, sage ich mal, am Torwartspiel. Letztendlich ist es immer ein großes Zusammenspiel von allen, denn wenn ich eine bombige Abwehr vor mir habe, dann ist es deutlich einfacher, da hinten den Ball zu halten. Position bringt es einfach mit sich. Also man hat ja auch jetzt nicht unbedingt immer sofort einen Nebenmann, mit dem man sich austauschen kann. Sicherlich gibt es da die Abwehr, aber sie steht halt immer immens im Fokus. Ja, letztendlich klar, wenn mal ein Fehler in der Abwehr passiert, dann möchte ich den natürlich ausbügeln. Das ist wohl so.